2. April 2012. Heute hat Ewald und ich, wir haben uns mal was Besonderes gegönnt und sind nach Saarbrücken auf Einladung von dem dortigen Renault-Autohaus Wiesenstraße und haben uns mal zum Probefahren den neuen Twizy abgeholt. Da steht er, Leute, ich kann euch nur sagen, vom Fahren her ein absolut geiles Teil. Geht wunderbar am Gas, hat eine wunderschöne funktionierende Rekuperation drin und überhaupt ist es vom Fahrfeeling ganz wunderbar. Na, dass der Motor ein bisschen summt, das kennen wir alle, die ein Elektroauto fahren, ja schon zur Genüge und gehört auch eigentlich irgendwie dazu. Also der erste Eindruck ist eigentlich überwältigend gut, aber was gar nicht geht, zumindest mal für mich in meiner Altersklasse, ist die Tatsache, dass der Kleine keine Seitenscheiben hat. Aber, so hat man mir gesagt, den wird es wohl jetzt auch noch mit Seitenscheiben geben, damit er geschlossen ist und man nicht das Gefühl hat, dass es da drin zieht wie Hechtsuppe. Auf der Autobahn hat der Tacho im besten Fall 84, 85 Kilometer angezeigt. Das war von Saarbrücken nach Bexbach eine Bleifußtour mit 40 Kilometern, die zu fahren waren. Als wir dann hier ankamen, waren noch 30% im Tank. So gesehen haben wir dann ein bisschen jetzt hier das Auto ans Nachladen gehängt. Und das geht eigentlich auch ganz wunderbar schnell. Hängt jetzt 1,5 Stunden dran und ist von 31% hoch auf 76. Kann man hier am Tacho sehen. Auf diesen vom CityEL her bekannten Schnickschnack wie Batteriemanagementsysteme hat man bei diesem Fahrzeug gänzlich verzichtet. Keine Anzeige von den Einzelakkus, interessiert auch keine Sau. Was mich eigentlich wieder drin bestätigt, dass das so sein sollte, wie ich es bei dem alten Herrn hier eigentlich mal selbst umgebaut habe. Ja, jetzt warten wir mal, bis der Hübsche hier wieder voll ist und dann gucke ich mal, ob ich anschließend von der Rückfahrt noch ein paar Daten nachliefere. In diesem Sinne. Ja, und da sitzt der Ewald in dem Hübschen. Mittlerweile ist er bis 90% aufgeladen. Das heißt also, wir können gleich wieder los. Das mit der Tür ist ja schon interessant, ne? Die wird einfach mal so geschlossen. Ja, das war's. Und beim Öffnen einfach anklicken und der Rest geht ganz von selbst. Das ist mechanisch, ne? Ja, das ist sauber gemacht. Am CityEL, genau, aus Plastikglas, da so scharf gemacht. Ja. Tja, früher hieß es ja immer, Gott schütze uns vor blonden Frauen und Autos, die Franzosen bauen, aber da haben sie sich selbst übertroffen. Ja. Trotzdem, wenn man bedenkt, dass das Konzept des CityELs mittlerweile die 20 Jahre getoppt hat und schon drüber, ich glaube sogar schon fast 25, ja, da hat er sich sehr, sehr gut gehalten im Gegenzug zu dem jetzt moderneren Serienmodell hier. Ja, da haben wir jetzt ein paar Impressionen während der Fahrt.
Schmidts Katze. Da vorne ist wieder freie Fahrt. Lenkt sich äußerst präzise. Jo, sehr schön, Jungs.